drive too fast. Is it allowed to overturn on the right side? No. Das Ziel der beiden, ein 20 Kilometer entfernter Händler für Zugmaschinen. Scharek's Holzunternehmen expandiert. Zeit, einen Truck zu kaufen. Where's the master of this house? Heißt du? Cześć. Cześć. Protokół odbioru. Mhm. Please signature. Ja, na górze podpisz. And that's it. Yeah, that's it. Okay. Now the money is changed. Yes, money for the black one. Gentlemen, gentlemen, not speaking in money. Yes. It is key for your new truck. Thank you very much, my friend. It's a half of happy and half of sad day. Because I'm happy because I pick up new truck, but I'm sad of this because I cannot drive by myself this truck. But I have friend and he will make it for me. I can drive this shit. I drive everything with wheels on it. Ich bin mir der Ehre absolut bewusst, die der Scharek gibt. Also es ist schon so, wie er sagt, dass man die neuen Autos gerne selber fährt. Aber ich habe die Philosophie so ein bisschen, die neuen Autos, die musst du einfach dem Fahrer geben. Weil dann das neue Auto macht keine Probleme. Und die alten Auto, die muss nochmal er fahren. Weil wenn er ein Problem hat, er ist der Problemlöser. Er kann es selber lösen. Und die Probleme hast du immer nur mit den alten Autos. Aber jetzt dreht sich alles um nagelneue Autos. Und da wird selbst Thorsten schwach. Oh. Oh. Ich will auch wieder eine neue. Schon geil, der LKW. Wenn du so nagelneuen LKW, wenn du das so riechst. Hey, Buddy! This is my new truck or your new truck? It's your new truck. Und der wird nun nach polnischer Manier getauft. Also, in Deutschland, in Germany, we say allzeit gute Fahrt. Don't hit my window. I will hit the goal bar. Shake it more. I don't have to shake it more. Oh, 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 oh. Gratuluję. Thank you. Allzeit gute Fahrt, Czarek. Dass die Karre dir viel Kohle einbringt. And the engine never will break. Until everything is going to V8 heaven. Hey, I have to become priced. I, do you see how my hand I can work? Hey, now nothing can go wrong with this. Yes, truck. I know. If something it's like happens, when a baby is born. Hey, if something happens with this truck, I know your number. Sollte der LKW je Probleme haben, es liegt sicher nicht an Thorsten. Du musst das neue Auto einfach einweihen, sonst ist es wie mit dem Kind, wenn es geboren wird, da muss auch richtig einer gesoffen werden, dass es gesund bleibt und so ähnlich ist es bei dem LKW. Aber wenn du viele gute Gedanken untereinander teilst und mit dem, dann läuft es schon. Ich sage immer zu meinem besten Freund Dr. Marco Benkert, du musst als allererster mal eine Beziehung zu so einem Fahrzeug aufbauen. Und die hat gerade begonnen, diese Beziehung. Jetzt bin ich der Badenonkel von dem 85er. Ist noch ein bisschen ein kleines Kind, aber das kriege ich mir schon. Da wächst er vielleicht noch ein bisschen. Just be careful, it's my new truck. Yes, we have to be careful until it's paid. Er ist bei Czarek und seiner Familie einquartiert und bekommt vor der Arbeit ein Frühstück, das keine Wünsche offen lässt. Das Frühstück ist schon sehr fulminant heute Abend, also heute Mai aufgebaut. Das ist die polnische Gastfreundschaft ist schon. Yes, it's normal. In Poland we have we said the guest in your house is the God in your house. Wenn du 18 Fahrer hast, kannst du sicher sein, dass immer einer ausfällt, ganz sicher. Aber das ist doch kein Problem, ich bin da im Führerschein. Weil wenn ich sehe, was bei ihm abgeht, gestern Mittag wollten wir uns unterhalten,
Und da war er 3 Stunden lang nonstop von einem Telefongespräch am anderen. Das ist nicht das Leben, das ich will. Er bräuchte jetzt langsam mal einen im Vorzimmer, der die Telefonate, die ihn den ganzen Tag wirklich nerven, die ausfiltert. Wichtig, unwichtig und nur die wichtigen durchstellt oder das, was gerade wichtig ist, durchstellt. Wenn er das nicht macht die nächste Zeit, kriegt er einen Nervenzusammenbruch. Aber das ist das Schöne bei uns im Wald, wenn du mal einen Nervenzusammenbruch hast, lehnst du dich an so eine dicke Eiche, holst dich mal richtig aus und dann fährst du wieder weiter. Čarek könnte die ein oder andere Eiche gebrauchen, denn Ruhe bekommt er keine. Telefon, das Telefon klingelt alles. Hallo. Hallo. Čarek, phone is ringing. Please go on the phone. Maybe it's for Hallo. You. Hab ich mich heute schon geplagt. Ja, wir legen ja jetzt gleich los und fahren angeblich 2 Fuhren Holz, aber so viel wie der telefoniert, glaube ich noch gar nicht dran. Ich darf meinen alten fahren, hat mir der Čarek versprochen. Bin immer gespannt, ob ich's noch kann. I have so much phone calls. I have so much work. Hey, phone call, please go on the phone. Hallo? Noch ein Telefonat, dann geht's endlich los. Let's go to the woods with my old one. He's still looking good, like the boss. Der Boss ist Čarek, auch wenn der gerade keinen Führerschein hat. Thorsten fügt sich in seine Rolle als Gastarbeiter. You have to make the trailer straight. Yes, okay. Yes, boss, I will make, boss. No problem, boss. What do you say, boss? Oh, shit. Okay, boss. You can sleep, boss. I will make it, boss. No problem, boss. Take a sleep. I have to call to take a beer. Forest officer. Because you are the manager. And you have to tell me when I have to turn right, left, straight. Okay, okay. Because it's not my land. I'm only the king of the Rhön, not of Poland. Not yet. Hello. Aber Thorsten arbeitet daran. Schritt 1, die Nähe zum Volk suchen. Dzień dobry, kolega. Nie jest wybrać mi odgłośni od Kersk, nie od Kerska. Lublina? Kurwa! Ja pierdolę. I może polska kolega. Nie, nie jest wybrać mi odgłośni od Kersk, Lublina, Radomowa, 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 Kurwa! Kurwa! Ich verstehe doch nichts! Don't use this say! Kurwa! Nee! This guy knows my truck! This guy knows my truck! This button is not pressed! I'm not stupid!